Kurzum, wir freuen uns wieder, mit Ihnen an unserem Konservatorium arbeiten zu dürfen. Oh. Vielen Dank. Sebastian! Sebastian! Wo bist du? Kein Hunger? Das hat er nicht geschrieben. Aber du hast doch gesagt, dass es Sebastians Handschrift ist. Ja, sieht so aus, aber der Inhalt, das ist er nicht. Lydia, es ist nicht leicht, mit ein paar Zeilen abserviert zu werden. Das kommt auch dazu. Sowas würde Sebastian niemals machen. Glaub mir, das war definitiv dein letzter Versuch, von ihr abzuhauen. Hör dir das mal an. Die Wahrheit ist doch, dass vielleicht jemand ganz anderes für dich bestimmt ist. Jemand, der dich viel mehr verdient als ich. Sowas würde Sebastian niemals sagen, geschweige denn schreiben. Naja, mit jemandem Schluss zu machen, ist auch so nicht einfach. Er hat nicht mit mir Schluss gemacht. Jens. Und wieso Jens? Der war von Anfang an so geschwollen kitschig drauf. Und ich blöde Kuh hab's irgendwie noch gut gefunden. Irgendwie romantisch. Du wirst nie mehr auch nur in die Nähe von Lydia kommen. Verstehst du? Nie mehr. Du glaubst also, Jens hat den Brief gefälscht. Und Sebastians Handschrift? Sorry, Lydia, aber für mich klingt das alles ein bisschen abenteuerlich. Hallo, Lydia Brandner hier. Ich möchte gerne eine Vermisstenanzeige aufgeben. Ich warte. Und wann geht's los? Mein Kontakt zu den Waffenlieferanten ist gut geschmiert. Wir warten nur noch auf das Geld, dann wird das Zeug verschifft und zwar direkt nach... Na, keine unnötigen Details bitte, ja? Ach, verstehe. Sie wollen sich nicht die Finger schmutzig machen. Das heißt, ich trage das Risiko und mache auch noch die Drecksarbeit. Also dafür ist meine Provision wirklich lächerlich. Tja, so war von Anfang an der Deal. Und es gibt keinen anderen, mit dem Sie den durchziehen könnten. Und wo nehmen Sie so schnell so viel Geld her? Doch nicht aus Ihrer privaten Portokasse. Adrian! Hör auf, dir unseren Kopf zu zerbrechen. Das Geld wird rechtzeitig überwiesen. Die Bankverbindung. Und mein Konto für die Provision. Ich gehe davon aus, dass beides gleichzeitig rausgeht. Für wie blöd halten Sie uns? Ihre Provision wird gezahlt, sobald sich unser Konto gefüllt hat. Bis zum Anschlag und keinen Tag eher. Dann verlange ich 25%. Das war so nicht abgemacht. Stimmt, es war gar nichts abgemacht, aber es bleibt bei 20. Dann kommt der Deal nicht zustande. Tja, ich fürchte, dann müssen Sie sich jemanden anderes suchen. Ja, ja, schon gut. Man kann es ja mal probieren. Also, bleibt alles wie gehabt. Wir hören voneinander. Ja. Sie mich auch. Wir haben von dem Deal mehr als er. Ja, wie bei jedem guten Geschäft. Trotzdem, der Kerl ist eine Zecke. Gala ganz schön zwicken wird. Wenn wir ihr erstmal das Waffengeschäft in die Schuhe geschoben haben, wird die Presse sie zerreißen. Ja, und wer sollte uns dann noch aufhalten? Diese SMS habe ich von ihm bekommen. Er soll in München sein, aber ich kann ihn seit Tagen nicht auf dem Handy erreichen. Aber das ist doch nichts Ungewöhnliches. Herr von Lahnstein ist ein erfolgreicher Anwalt. Er vertritt die Lahnstein Holding. Er hätte niemals mal einen Termin vor Gericht platzen lassen. Ihm muss irgendwas zugestoßen sein. Hatten Sie eine Meinungsverschiedenheit oder einen Streit? Nein. Wann kam denn das letzte Lebenszeichen von ihm? Lydia, du musst es ihm sagen. Ich habe einen Brief von ihm bekommen. Von Herrn von Lahnstein? Ja, und was stand drin? Da stand drin, dass er hat mit mir Schluss gemacht.
Ja, aber das stimmt nicht. Obwohl es ganz nach seiner Handschrift aussieht, ich glaube, dass jemand ganz anderes dahinter steckt, nämlich mein Ex-Freund Jens Kramer. Ach, vorher von Lahnstein waren Sie mit diesem Jens Kramer liiert. Ja, er ist nicht damit klargekommen, dass ich ihn verlassen habe. Und er ist mehrfach auf Sebastian losgegangen und mich hat er mit einem Messer bedroht. Könnte es da nicht sein, dass Herr von Lahnstein einfach ein bisschen überfordert war und sich der Situation entzogen hat? Sowas würde Sebastian niemals machen. Er hat sich immer allen Schwierigkeiten gestellt. Welchen Schwierigkeiten denn? Es gab Unstimmigkeiten, ja, aber die sind schon längst wieder ausgeräumt. Wann hören Sie eigentlich auf, diese bescheuerten Fragen zu stellen und unternehmen endlich was? Lydia! Sebastian würde sein Handy niemals ausschalten. Er muss beruflich erreichbar sein. Probieren Sie es doch selbst. Darf ich? Ja, bitte. Hallo? Peters, Kriminalpolizei Düsseldorf. Mit wem spreche ich denn bitte? Herr von Lahnstein, dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ihre Freundin Lydia Brandner macht sich sehr große Sorgen um Sie. Also, entschuldigen Sie, dass ich so einen Wirbel verursacht habe. Es ist nur so, dass ich musste weg. Das mit Lydia wurde mir einfach zu viel und deshalb habe ich die Beziehung beendet. Und sagen Sie, Lydia, Sie soll mich in Ruhe lassen. Jetzt und noch in Zukunft. Bravo, Junge. Ja, dann. Schönen Abend noch. Ich bringe Sie zur Tür. Aber das ist ja wohl nicht dein Ernst. Du hast es doch selbst gehört. Jetzt, Mörchen, bitte komm wieder runter. Warum tut er das? Siehst du, Lydia lässt sich von dieser beschissenen Heuchlerbande nichts einreden. Aber zum Glück bin ich ja bald wieder bei ihr. Glaubst du, sie lässt dich noch mal in ihre Nähe? Es wird sich an mich klammern und ich bin der Einzige, der es ehrlich mit ihr meint. Du wolltest sie umbringen. Hast sie mit dem Messer bedroht? Das ist mir nicht leicht gefallen, aber Lydia hat gespürt, wie viel Überwindung mich das gekostet hat. Du meinst dir selbst so? Das ist krank. Denk doch, was du willst. Aber jetzt habe ich ein Auge auf dich. Und wenn du noch einmal versuchst abzuhauen, dann... Wieso hat Professor Delling das nicht gehört, hm? Weil er total begeistert von dir war. Oder meinst du, hätte dich sonst wieder zum Studio zugelassen? Ich bin so froh, dass das geklappt hat. Es ist immer noch ein Wunder für mich, dass meine Hand das mitgemacht hat. Ja, aber eins, das man erklären kann. Ja, ich weiß. Ohne die Spritze hätte ich das nicht hinbekommen. Dass das klar ist, Sarah, das war eine Ausnahme. Mit der Spritze haben wir deine Schmerzen bekämpft, aber nicht die Ursache. Und erzähl's bloß niemandem, okay? Sonst kriegen wir uns am Ende noch wegen Doping dran. Zum Glück wollte Professor Delling keine Blutprobe von mir haben. Ich könnte das ja mal anregen, bevor du dich in deinen nächsten Klaviermarathon stürzt. Leonard, so gerne würde ich mal wieder ein Konzert geben. Auf einer Bühne stehen. Ich kann es kaum erwarten, bis es wieder richtig losgeht. Guten Abend, die Damen. Herr Degenhardt, was machen Sie hier? Ich tue eben was für mein Geld. Wenn Ansgar mitkriegt, dass Sie mit uns zusammenarbeiten, dann... Der schwebt gerade in ganz anderen Sphären. Der hockt oben in seinem Büro und rechnet sich schön, was demnächst in seiner Kasse klingelt. Geht's auch ein bisschen weniger kryptisch. Der Deal ist angeschoben. Die Waffenlieferung ist so gut wie unterwegs und Ihr Bruder macht die Kohle dafür locker. Was Sie mit dieser Info anfangen, ist Ihre Sache. Aber die Hauptsache ist, Sie vergessen mein Honorar nicht, ne? Ein bisschen mehr sollten Sie uns aber schon liefern. Wie wäre es mit Details? An wen wird er das Geld übergeben? Da bin ich überfragt. Der Graf hält sich ziemlich bedeckt, wenn es um Einzelheiten geht. Aber wenn ich Ihnen noch einen Rat geben darf, unterschätzen Sie ihn nicht. Wenn man den mal kurz aus den Augen lässt, steht man ratzfatz nackt im Wind. Ja, darauf wäre ich nie gekommen. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, dann sollten Sie sich aber auch daran halten und bleiben Sie der Holding fern. Ja, ich bin ja schon weg. Naja, aber er ist sein Geld wert. Ja, er hätte das gedacht.
Und wo ist Sebastian hin? Keine Ahnung. In der Holding hat er jedenfalls alle Termine platzen lassen. Das hat mir die Reißel vom Empfang gesagt. Hätte mir wenigstens mal Tschüss sagen können. Ja, weil er ja so an dir hängt, ne? Und in dir seine Traumfrau gefunden hat. Sagt ihr nur, was ihr wollt. Ich glaube, dass er mich ganz gut findet. Ich glaube, da muss ich dich enttäuschen. Sebastian steht ausschließlich auf sie. Ausgerechnet auf die. Dieser Kommissar, der hält mich doch jetzt für eine hysterische Ziege, die ihren Typen wiederhaben will. Dass Sebastian wirklich was passiert sein könnte, das glaubt er mir doch gar nicht mehr. Was? Ich weiß nicht, was soll ich sagen. Ich meine, du hast ja Sebastian am Telefon gehört. Das, was ich gehört habe, war nicht der Sebastian, den ich kenne. Ich kenne meinen Bruder gut und in der letzten Zeit war er ganz schön durcheinander wegen dir. Was soll das heißen? Er wusste einfach nicht genau, ob das mit euch beiden noch was wird. Vielleicht ist ihm das alles zu viel geworden. Am besten, du lässt ihn einfach für eine Weile in Ruhe. Gott sei Dank. Länger hätte ich das Geklimper nicht ertragen. Was ist los mit dir? Dir wird das Grinsen auch gleich vergehen. Ich kann kein Geld überweisen. Mein Zugriff auf alle Konten der Holding ist gesperrt. Carla, das Miststück. Was gedenkst du zu tun? Das wird diese aufgeblasene Zicke noch bitter bereuen. Johannes hat so oft davon gesprochen, wieder einen Maskenball zu veranstalten. Ja, aber irgendwie ist immer was dazwischen gekommen. Ja, der letzte ist schon so lange her, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Ein Grund mehr, die Tradition wieder aufleben zu lassen. Aber schon in 2 Tagen, ja? Ja. Luise, wenn Ihr Terminkalender es zulässt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie auch dabei sind. Hm. Apropos Termine. Ihr entschuldigt mich? Maria? Ja? Wie sieht es übermorgen aus? Nichts, was ich nicht verschieben könnte. Dann sage ich natürlich gerne zu. Hm. Aber das eins klar ist, ich trage diesmal nicht die gepuderte Perücke. Doch, du trägst jetzt noch einen Reifrock. Nein, nein, im Ernst. Die Herren kommen im Smoking und die Damen im Abendkleid. Mit Masken im venezianischen Stil. Okay, das kriegen wir gerade noch hin, oder? Mhm. Ich möchte gerne mit euch anstoßen. Auf Sarah und ihre geglückte Wiederaufnahme auf dem Konservatorium. Hm. Auf Sarah. Auf dich. Darauf, dass du uns bald wieder mit deinem wunderbaren Spiel verzauberst. Danke. Ich bin auch so froh, dass ich mit meinem Studium wieder weitermachen kann. Könntest du nicht auf dem Maskenball schon für uns spielen? Also für großes Publikum ist es noch ein bisschen früh. Aber bei der nächsten Gelegenheit, da könnt ihr auf mich zählen. Hey, Kopf hoch. Und wenn du jemanden zum Reden brauchst, dann melde dich bei mir. Lieb von dir. Ich krieg das einfach nicht in meinen Kopf. Sebastian und ich, wir haben uns wirklich gut verstanden und jetzt will er mich plötzlich nicht mehr sehen? Das passt alles nicht zusammen. Auch dieser Brief, das sind nicht Sebastians Worte. Und seit wann ist er so feige, mir ins Gesicht zu sagen, dass Schluss ist? Tut mir leid, Lydia. Aber ich glaube, das kannst du nicht ändern. Hey, du siehst fertig aus. Schlaf dich erstmal richtig aus und dann melde dich bei mir, ja? Ob Schlaf da was bringt? Ich bezweifle es, ja. Ist übrigens ganz schön mies, was Sebastian da mit dir anstellt. Also bei mir hat er sich ja gemeldet. Aber mit mir hat er ja auch nicht Schluss gemacht. Er hat sich angerufen. Wann? Ach, kurz bevor er nach München ist. Dass ich mitkommen soll.
Jetzt guck doch nicht so. Muss ja nichts heißen bei ihm. Hm? Außerdem bin ich sowieso viel zu beschäftigt. Der Strategie-Meeting ist für morgen früh angesetzt. Wurde Herr Luther schon informiert? Selbstverständlich, ich habe die Memo an ihn rausgemailt. Was soll das, Carla? Ich muss die Holding schützen. Deshalb habe ich dir den Riegel vorgeschoben. Und was soll ich dann den ganzen Tag machen? Vielleicht irgendwelche Ordner abstauben oder was? Wir werden schon was für dich finden. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, wie du siehst, ich habe zu tun. Wenn du mir nicht mal mehr zutraust, einfache Geschäfte zu erledigen, dann musst du dich eben darum kümmern. Die Verträge müssen heute noch raus. Finde ich das auch so sehr gern. Ich bitte dich, Carla, du kennst die Verträge. Also halt dich ran, ich würde sie gern heute noch rausfaxen, ja? Heineberg Express? Das höre ich zum ersten Mal. Ja, weil die neu am Markt sind, außerdem ziemlich günstig. Netter Versuch. Was denn, soll das heißen, du zeichnest das nicht ab? Wenn du mir irgendwas unterschieben willst, musst du schon früher aufstehen. Da bist du dir sicher, ja? Mit allen Konsequenzen? Ja. Schön. Du musst schon sehen, was du davon hast. Damit werde ich gerade noch so klarkommen. Das war echt gut von Elisabeth. Ja, und du bist total süß beim Zähneputzen. Oh, pass auf, was du sagst. Was ist da bei dir los? Ich konnte den Becher auf einmal nicht mehr halten. Ach, das sind bestimmt bloß Ermüdungserscheinungen. Ich sag's doch, du spielst zu viel Klavier. Ich habe kein Gefühl mehr in den Fingern. Die sind taub. Was? Gib mir mal deine Hand. Leg sie in meine und drück so fest dazu, wie du kannst, okay? Au! Scheiße, ich hab's doch echt geahnt. Komm, wir müssen sofort in dein Krankenhaus. Das muss ich unbedingt einen Spezialist anschauen. Los. Was? Du bist die ganze Nacht rumgerannt in der Kälte? Sebastian, ich kann an nichts anderes mehr denken. Hey, was passiert? Ich weiß es nicht. Er will mich nicht mehr sehen. Sebastian, hat er das so gesagt? Ja. Und trotzdem. Ich kann es nicht glauben. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Vielleicht will ich auch einfach nicht checken, dass er mich verlassen hat. Jetzt wärm dich erstmal auf, ne? Sebastian, wo steckt er? Und warum sagt er mir das nicht ins Gesicht? Ich hab mich doch nicht einfach so alleine lassen. Sarah? Ja? Hey. Ich habe hier die Ergebnisse der Kernspintomographie. Oh Mann, Gott sei Dank. Die Warterei macht mich wahnsinnig. Ja, und es ist was Schlimmes. Das nennt sich das Karpaltunnel-Syndrom. Ja, und was heißt das jetzt? Ich versuch's dir mal zu erklären. Dieser Muskel hier, der heißt Reticulum flexorum. Unter dem Muskel befindet sich eine harte Sehnenplatte. Und unter der Platte ist der sogenannte Karpaltunnel. Durch den laufen sämtliche Sehnen bis in deine Fingerspitzen und der Medianusnerv. Deine Sehnen sind so entzündet und geschwollen, dass sie auf den Nerv drücken. Daher die Lähmungserscheinungen und die Koordinationsschwierigkeiten. Was heißt das denn jetzt für mich? Die einzige Möglichkeit, um den Nerv zu entlasten, ist die Durchtrennung des Reticulum flexorum. Du musst operiert werden, Sarah. Guten Morgen. Morgen. Na, Ansgar, schlecht geschlafen? Nachdem dein Plan gestern nicht funktioniert hat? Ansgar, was meint Carla wohl damit?
Tu doch nicht so, Tanja. Dein Gatte hat gestern versucht, mir eins seiner schmutzigen Geschäfte unterzujubeln. Ach, Carla, du kannst es einfach nicht lassen, deinem Bruder irgendwelche Boshaftigkeiten zu unterstellen. Jetzt lass sie doch schlechte Laune verbreiten, so viel sie möchte. Du warst schon immer ein schlechter Verlierer. Wann wirst du das eigentlich mal begreifen? Hebt euch eure Weisheiten doch für die Strategiesitzung auf, hm? Schau mir besser die Unterlagen noch mal an. Nicht, dass es da irgendwelche Überraschungen gibt. Ich bin bestens vorbereitet. Ja, und schon im letzten Quartal hat sich bestätigt, dass wir mit der umweltfreundlichen Linie von Lilly von Rath den Umsatz um 18% steigern konnten. Die Prognose fürs laufende Geschäftsjahr sieht sogar noch besser aus. Wir können alle durchaus zufrieden sein, Herr Wagner. Ja, im Prinzip schon, aber soeben wird mir vom Vertrieb mitgeteilt, dass die Auslieferung der Ware gestoppt wurde. Der Auftrag wurde storniert. Was? Das ist unmöglich. Die Kollektion soll nächste Woche in den Läden sein. Ansgar, ich habe dir die Liefertermine durchgegeben. Was ist los? Ja, natürlich. Ich habe den Vorgang auch bearbeitet, aber leider hat Carla ihre Unterschrift verweigert. Sag, dass das nicht wahr ist. Ja, Frau Reißel kann das bestätigen. Ich meine, die Abläufe in unserem Unternehmen sind ja ziemlich komplex. Könnte es vielleicht sein, dass du für einen Moment den Überblick verloren hast, Carla? Bitte hilf mir. Lydia.